Der Wind weht dort wirklich stark. Wahrscheinlich zweimal so stark wie hier. Es genügt, dass etwas durch die Luft fliegt. Dann kommen alle toten Bäume dran. Ein Funke wie heute Morgen ist gerade jetzt eine Bedrohung. In Gefahr gerät auch ein Funkturm, der zum Netzwerk der kalifornischen Luftraumüberwachung gehört. Von diesem Turm aus werden die Flugbewegungen im Großraum San Diego überwacht. Die Feuerwehrteams müssen verhindern, dass der millionenteure Turm Opfer der Flammen wird. Man kann von hier sehen, dass das Feuer auf uns zukommt. Wenn es sich mit dem Wind bewegt, wird alles sehr schnell brennen. Chris Cornett muss jetzt seine ganze Erfahrung einbringen. Wir sollten versuchen, uns von diesem Bergsattel abwärts zu bewegen, wo die toten Bäume sind. Die Mill Creek Hotshots aus San Bernardino ziehen daher mit ihren Spaten eine Schneise. Gleichzeitig wird das Feuer mit Wasser bekämpft. Erst am äußersten Ende des Flammenmeers bietet sich eine Chance, dem Inferno wirkungsvoll zu begegnen. Die Bulldozer könnten zu euch fahren. Die Bulldozer sparen Zeit beim Schlagen der Feuerschneise. Da hat es früher schon mal gebrannt. Die Bulldozer kommen gut durch. Vielleicht schaffen sie es bis zu dieser Flanke dort. Mal sehen, wie weit sie kommen. Der Kampf gegen das Feuer kann endlich beginnen. Wenn ihr da anfangen könntet, wäre das toll. Okay, copy that. Chris Cornett fordert Unterstützung an. Unsere Flugtechniker streuen Flammhämmer aus für unsere Sicherheitszone. An vielen Stellen kam es herunter. Es gibt aktive Feuer, aber nicht viele. Ein paar, 3 Meter außerhalb des Hauptgebietes. Aber es sieht nicht so schlecht aus hier. Ein Löschhubschrauber kümmert sich um die restlichen Brandherde. Das Zusammenspiel der verschiedenen Einheiten zeigt den gewünschten Erfolg. Das Feuer am Vulcan Mountain kann sich nicht mehr ausbreiten. Zurück zum Waldbrand bei Pole Creek, einem beliebten Ausflugsgebiet im US-Bundesstaat Oregon. Die Redmond Smoke Jumpers sind vor Ort. Doch das Missgeschick mit dem abgeworfenen Equipment verursacht einen lästigen Zeitverlust. Schuhe und Hände richten nicht viel aus. Ja, es gibt schweres Brennmaterial, es kann sich ausbreiten. It's definitely got potential.
Erst nach 30 Minuten ist das Equipment aus dem Baum geborgen. Die Anstrengung trägt wenig Früchte. Das Feuer lässt sich nicht aufhalten. Absolut, wir nehmen die beiden. Wenn die Sonne drauf scheint, nimmt die Feueraktivität beträchtlich zu. Wir müssen das Feuer von den Bäumen weghalten, bis die Verstärkung da ist. Im Nordosten des Bundesstaates Oregon schleppen die Primal Hotshots ihr Equipment über Stock und Stein. Nach 4 Stunden am Rande der Erschöpfung stellen sie fest, dass sie gar nicht mehr gebraucht werden. Die Löschhubschrauber beenden gerade ihren Einsatz. Die jungen Leute können es kaum fassen. Die ganze Anstrengung für ein paar mickrige Brandnester. Trotzdem gehen sie streng nach Vorschrift vor, löschen die letzten Flammen und freuen sich auf die Freizeit. Wir sind fertig, Howard. Schick's rauf. Wenn man mir in der Highschool gesagt hätte, ich würde einmal im Forstdienst arbeiten, hätte ich gelacht. Aber da bin ich. Wasser! Das ist ein selbstgeschnitzter Löschaufsatz. Die Forstverwaltung zahlt hunderttausende Dollars für solche langen Dinger mit Spezialdüsen drauf. Aber zum Rumspritzen im Dreck ist das hier viel besser und kostet den Staat 5 Cent. Endlich heißt es abrüsten für die Prineville Hotshots. Ich komme gerade von Team Alpha. 4 Hektar Brandfläche sind gelöscht. Alles erledigt. Wir müssen 11 Kilometer zu unseren Fahrzeugen und dann nichts wie nach Hause. Mein Kopf dreht sich. Ich bin erschöpft. Doch Müdigkeit zählt nicht bei den Primeville Hotshots. Vielleicht steckt tatsächlich ein Mädchen dahinter. Das Ergebnis des anstrengenden Einsatzes hören alle mit Genugtuung. Das Feuer bei Burnt Cabin ist unter Kontrolle. Wieder Feueralarm, wieder im Süden Kaliforniens. Im San Diego County hat sich Niederholz entzündet. Der Waldbrand bedroht das College der Stadt Grossmont. Oh,
Wir haben ein Feuer an der Westseite des Flughafens. Wir wurden gerade alarmiert. Let's go. Die kalifornische Forstbehörde verfügt über eine eigene Hubschrauberstaffel. Ihr Einsatz erfolgt in 12er-Teams. Die schnelle Helitech-Truppe ist auf brennendes Niederholz spezialisiert. Auch bei diesem Einsatz tickt die Uhr. Die Flammen sind nur 400 Meter vom Campus entfernt. Sieben Mann müssen eine Schneise entlang der Feuerlinie schlagen. Vor uns sind die Kettensägen für das größte Gestrüpp. Dann ziehen wir eine 30 cm breite Linie aus Erde. Der lange, trockene Sommer erweist sich jedes Jahr für Kaliforniens Wälder als größte Gefahr. Der Bodentrupp wird von Löschhubschraubern unterstützt. Der Teich eines Golfplatzes wird zum Wasserreservoir. Der Löschtank kann rund 1500 Liter Wasser aufnehmen. Das Feuer greift schnell um sich. Mittlerweile brennen bereits 16 Hektar trockene Hänge. Wir sind in der Nähe. Wir sahen euch beim Hügel. Dann sind wir in den Norden. Wasser nimmt die Hitze. Wir nehmen dem Feuer den Brennstoff weg, aber nichts hält Sauerstoff vom Feuer fern. Okay, Bob, we need to transition to the north now, so you can take some heat out of this drainage below us. That'd be a good place to start. Der Sprechkontakt zum Hubschrauber ist vor allem für die Bodentruppe wichtig. Der Pilot ist entweder mit Flammhämmern oder mit Löschwasser sofort zur Stelle, um die Sicherheit der Männer inmitten des Feuers zu gewährleisten. Yeah, Captain 12, you can lay one down right in front of our saws, appreciate it. We got a sumac taking off right here. Die Helitech-Crew wird auch diesmal ihrem Ruf gerecht. In nur 45 Minuten ist der Brand unter Kontrolle. Colin! Yeah. Pull the crew out! Wir wurden gerade erst eingesetzt. Jetzt geht's schon wieder in die Zentrale. Das schnelle Ende beflügelt die erfolgreiche Einheit. Aber die Männer wissen, die Feuersaison in Kalifornien ist noch lange nicht zu Ende.